Front, Etze Front, Onze Front und Bus mal wieder ganz vorn mit dabei bei der großen Psychopathie meets Amok. Wir werden jetzt mal gucken, die Party stürmen, wir werden die Party eskalieren und wir werden die Gäste befragen. Und wir haben gleich Anna Tarach hier, die Künstlerin, und wir werden gleich mal nach unten gucken zu Amok und dann werden wir White Widow, aber vor allen Dingen die Wicked Sisters, ich glaube, die sehen sehr, sehr geil aus so. Und ich werde auch schon geil auf die Party. Viel Spaß, bis gleich. Psychopathie im JT meets Amok. Amok ist unten, Psychopathie ist hier oben. Und White Widow und die Wicked Sisters sind hier bei Go On At The Front. Du hast Kontaktlinsen drin, sehe ich gerade, White Widow. Tut das noch weh? Sehr unangenehm, aber ich tue es gerne für die Party People. Das ist schön. Ja, White Widow im normalen Leben, nicht White Widow. Gehst du in der Rolle auf? Also wir müssen erstmal sagen, Anna Tarach hat die Kostüme gemacht, die Künstlerin ist gerade nicht da. Aber trotzdem hat sie sie gemacht. Versetzt man sich da so ein bisschen rein oder sagst du einfach, ich gebe alles? Ich gebe alles und mit diesen Wicked Sisters läuft es noch viel besser. Hallo Anna. Hallo. Du hast wie immer die Kostüme gemacht und ich traue mich gar nicht mehr, dir immer dieselben Fragen zu stellen, aber ich möchte trotzdem stellen, ist Rot und Blau die Wicked Sisters und White Widow in Weiß. Was war das Schwierigste an dieser Kombination diesmal? Du hast ja auch diese Lollis um die Augen gemalt, fantastisch. Hast du ja alles selber gemacht, ne? Ja, alles selber und ja, das haben wir schon mehrmals ausprobiert und das war eigentlich das Einfachste. Ja, die Make-up, welche ich gemacht habe. Also. Wo oder was dürfen wir noch alles von dir bewundern? Oder wo kann man dich erreichen, dass man mal was anderes von dir sehen kann? Du malst auch zum Beispiel. Wo kann man sich die Bilder angucken von dir? Man kann die bei mir im Künstlerhaus anschauen und sonst bin ich auch einmal im Jahr mit Kreis 34 zu sehen. In einer Ausstellung machen wir gemeinsam einmal im Jahr. Also das wird jetzt auch. Weil dann wirst du Bescheid. Hast du eine Internet- oder eine Facebook-Seite? Ja, meine Seite ist annatarach.com. Annatarach.com und natürlich Facebook Annatarach. Ja. Grand T, wie heißt denn Grand T im wahren Leben? Stell dich mal kurz vor, du bist der? Tilman Müller. Und bist wie viele Jahre alt? 31. Und kommst aus? Göttingen. Nein, gebürtiger Göttinger? Gebürtiger Pariser. Oh, sehr cool. Aber schon sehr früh hier in Göttingen wahrscheinlich. Ja, schon eine ganze Zeit lang hier. Schön. Was machst du im wahren Leben? Bist du DJ rund um die Uhr oder hast du noch was? Nein, also das ist seit 15, 16 Jahren ein Hobby. Leidenschaft, Passion und im wahren Leben bin ich im festen Beruf, im Einzelhandel und ja. Was hat dich damals zum Auflegen animiert, dass du gesagt hast, ich möchte sowas machen? Na, ich war schon immer musikalisch und komme aus einer musikalischen Familie und dann war es irgendwo naheliegend. Ich wollte ein Schlagzeug haben, aber das gab's nicht und dann... Also Turntables. Ja, und dann und danach gab's halt Turntables. Genau. Ja, coole Sache. Grand T, was dürfen wir noch erwarten unten im Amok-Keller? Kompletten Abriss.